Meine Freunde, Andi hier, Thornhill und Obsession. Thornhill ist wirklich eine coole Band, mag ich. Casanova ist wirklich, The Dark Pool, das Album ist wirklich epic AF. Wenn ihr Content gefällt, lasst mir doch gerne ein Abo da. Wenn ihr Content gefällt, lasst mir doch gerne ein Like da. Je mehr Likes auf den Videos von LMDWZ, desto mehr Content werde ich pushen. Aber ich will da auf jeden Fall das Format ausbauen. Da habe ich echt Bock drauf. Und ich würde sagen, wir springen direkt rein. Let's go. Gucken, was uns erwarten wird. Oh, ich sag eben noch Blackpool. Ganz ehrlich, bei den neueren Sachen, da ist alles so ein bisschen groovy, so ein bisschen, wie gesagt, Casanova fand ich schon extrem geil. Der war aber so, ist total anders, als ich bisher von Thornhill gewohnt war. Und danach, die Songs, die kamen, fand ich wirklich gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, gewöhnungsbedürftig, neu, aber irgendwie fresh, wenn man altes Thornhill kennt oder die Band, wie sie halt früher quasi in Anführungsstrichen ihre Songs geschrieben hat. Aber hey, wie gesagt, ich bin offen für Neues und bis jetzt gefällt es mir schon ziemlich gut. Das ist schon ziemlich groovy, das ist so ein bisschen... Die Bass hörst du oder die Bassline hörst du ziemlich stark. Ich finde das cool. Also mir gefällt das bis jetzt, aber was Thornhill ausmacht, sind wirklich ein Epic Chorus. Also die haben wirklich Hooks, die haben einen Chorus so, das ballert dir, das scheppert dir wirklich die Birne weg. Weil sie so groovy sind, so eingängig, mega die Ohrwürmer. Und ich hoffe, das wird jetzt noch was. Okay, Hammer-Time. Da macht mein Herz aber ein Looping. Also ich muss ganz ehrlich sagen, genau das war es, was ich im Chorus erwartet habe. Genau das war es so. Wirklich so ein bisschen Icing on the Cake sprinkeln. Es ist so cool, Thornhill zu sehen und immer wieder liefern die ab mit einer krassen oder mit einem krassen Chorus. Das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Auch so die Transition in dieses Blaue rein vom Video. Ich habe es am Anfang schon gesagt, The Dark Pool, ja, ist ein Album von denen und jetzt haben sie hier auch noch so ein Glas, eine Glaswanne mit schwarzem Wasser drin. Das ist irgendwie ganz lustig als Anspielung, aber das können sie richtig gut. Ja. Yeah. Oh, warum wie das geht progressiv nach oben? Contact, contact, pop it up. You wanna go, freak out.
Vibe, ey, sorry. Wir müssen uns so gleich nochmal hier reingehen in diese Transition. Ich fand das so krass eben. Ich wollte schon fast anhalten und ich dachte, nein, lass die Finger davon. Es ist so krass, wie mir das gefällt. Oh, das hat irgendwie was. Das ist so sexy, der Song. So langsam, so groovy, aber dann trotzdem nach vorne gehend und die Shouts passen on point. Ich sage immer, Thornhill ist für mich Bass Erotic. So, das ist, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Das P-Wort wollte ich eigentlich sagen. Bass. Oh. Sowas von safe. Es ist krass. Und wie gesagt, visuell gefällt es mir richtig cool. Hier mit dem glitzernden Gesicht so ein bisschen. Sieht aus wie so eine Sternennacht im Himmel irgendwie, ne? Trotzdem ist es hier dieser Dark Pool, wenn ich es mal so bezeichnen darf. Und das ist schon krass. Auch mit den Kacheln, so ein bisschen Blacklight-Style. Luminol wird rausgeholt. Und dann der Hammer eben an die Wanne oder beziehungsweise ja in den Glaskasten. Und bin ich kurz erschrocken. Es ist cool. Also das Video ist sehr, sehr schön gemacht. Wie gesagt, in Anlehnung vielleicht an The Dark Pool. 2018 oder 2019, glaube ich, rausgekommen. Ich glaube 19. Und der Track ist mega solide. Also der gefällt mir richtig gut bis jetzt, muss ich sagen. Ist ein richtiger Banger. Hat, wie gesagt, immer diese typische Thornhill-DNA. Plus eben nochmal diese Freshness mit diesem, ja, sehr langsamen Chorus, der so ein bisschen so sleazy, ein bisschen naughty, ein bisschen sexy ist. Das gefällt mir sehr gut. Das ging nochmal gut nach vorne. Thornhill, oh, da bin ich schon fast zu früh rausgefadet hier. Thornhill und Obsession, wow, was für ein krasses Ding. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das hier hat mir sehr, sehr gut gefallen oder gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Wie gesagt, die straight up Thornhill auf jeden Fall. Trotzdem noch so mit diesem Freshen dabei, was Neues. Guck mal hier, oh, das ist so krass. Auch der Film ist wirklich heftig. Wirklich Respekt dafür, wie richtig Gutes gemacht wurde. Oh, es lässt Fragen offen. Es ist wirklich ein cooles Ding, Leute. Thornhill und Obsession. Ich hoffe, euch hat es gefallen, beziehungsweise dir draußen hat es gefallen. Falls dir das gefällt, lass mir doch gerne einen Comment in der Section unten. Was dein Favorite Thornhill-Song ist, würde mich mal echt interessieren. Und Freunde, ich freue mich auf die nächsten Videos, auf die nächsten LMD-BZs. Falls dir der Content gefällt, sorry, ich bin geflasht. Lass mir doch gerne ein Herz da, lass mir doch gerne ein Abo da, lass mir doch gerne ein Like da. Glocke, Abo, Like. Bis zum nächsten Mal, LMDZ, meine Freunde. Klein Andi ist raus. Ciao, ciao.